Du sag mal, kennst du eigentlich Frauen, die ein Blasinstrument spielen? Ja. Oh, Zwillinge? Nö. Aber ich? Doch, und die hängen namentlich sogar in einem ganz berühmten Museum. Hallo Leute, da bin ich wieder. Euer Kalle vom Bläsertrio. Ach Quatsch, was sage ich denn? Natürlich von Spenzer TV. Leute, wenn man so genau darüber nachdenkt, können Steine ein echtes Problem werden oder sein. Gallensteine, Nierensteine, Zahnsteine, Grabsteine. Aber es gibt auch andere, weniger schmerzhafte Steine. Zum Beispiel Stolpersteine, Meilensteine, Grenzsteine, Grundsteine, Kalksteine, Specksteine und dann gibt es auch noch Hinkelsteine. Mhm. Das war ein anderes Dorf, Kalle. Denkst du, von wegen in meinem Dorf aller Dörfer, dem Spenzerdorf, da gibt's so einen Stein ganz plötzlich und der macht ebenso plötzlich Probleme. Was? Ja, Probleme wie Gallensteine, Nierensteine, also quasi bereitet er im übertragenen Sinne Kopfschmerzen und mehr. Aber... was rede ich so lange? Schaut selbst. Vorsicht! Oh, Scheiße! Ja, ja. Das ist nur schwer, das kann ich nicht hoch. Jetzt müssen wir mal aufstehen. Das hätten wir. Passt schon. Wunderbar. So, los. Und leise. Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer lieber, guter, alter Spencer. Hallo Leute. Leute, die Zwillinge waren in der Hallerstraße zum Flötenunterricht. Ja, die lernen seit neuestem Querflöte. Und gerade jetzt kommen sie zurück. Hallo, Spencer. Du Spencer, es wäre schön, wenn nachher ein paar Zuhauer kommen könnten. Wozu? Na, zu unserem Song. Die könnten dann ein bisschen... Hitzing. Aber bitte doch jetzt nicht. Na, jetzt doch nicht, aber nachher dann später. Leute, die Querflöte spielenden Zwillinge beim Schloss. Mensch, Nepi! Wie heiß ich? Nepomuk, nimm mal deinen komischen Stein hier weg! Ja! Das ist nicht mein Stein! Warum bricht denn die liebliche Flötenmusik so plötzlich ab? Ja, weißt du, wir sind über den blöden Felsbrocken hier gestolpert. Wie kommt denn der hier her? Das ist kein blöder Brocken, sondern offensichtlich ein echter Hinkelstein. Hey, hallo Lexi, was ist das? Ein Grabstein von einem Hühnengrab. Uralt und sicherlich sehr wertvoll. Du meinst, wir stehen hier auf einem Hühnergrab? Hühnen, nicht Hühner. Ja, sag mal, aber hier war doch vorher kein Grab. Nee. Tja, merkwürdig. Tschüss. Was? Komm hier weg, Mona. Wenn das hier ein Grab ist, komm. Ja, beeil dich doch. Ja, ich komm. Kannst du mir folgen? Wo bist du? Hier ist doch der Stein. Sag mal, wo ist denn der Stein? Ja, frag mich doch nicht. Aber der hat doch hier gestanden. Aber das habe ich doch ganz deutlich im Monitor gesehen. Verstehst du das? Das ist richtig unheimlich. Ja, merkwürdig hier.
Ach, Kasi. Hallo, ihr beiden. Kasi, Kasi, hier stand ein Stein. Der Nepi hat... Also Spencer, komm weg hier. Was ist, Kasi? Das geht mit rechten Dingen zu. Was ist los? Also wirklich, ein bisschen komisch ist das hier schon. Sehr schön. Ja, der sieht aber gut aus. Oh, hallo, ja. Nepi. Ja, was gibt's denn, mein Freund? Also, Nepi, du bist zwar ganz schön groß und breit, aber den Stein kannst du vor mir nicht verstecken, du Schlingel. Ja, du, man wird doch wohl noch einen Stein ins Schloss tragen dürfen, oder? Aber er gehört dir nicht. Steine gehören jedem. Nein, nicht zu einem Hühnergrabstein. Das ist ein Hühnenstein, auch genannt Hinkelstein. Ich weiß. Sehr wertvoll. Also, Nepi, das kannst du doch nicht machen. So einen wertvollen Stein einfach klauen. Ich hab selbst schon daran gedacht. Siehst du, jetzt meldet sich dein Gewissen. Bring ihn wieder raus, hm? Ja, aber du verrätst mich nicht. Ja, aber einen Freund verraten, wo gibt's denn sowas? Das gibt es schon. Bei das weiß ich. Bei mir nicht. So, dann komm. Vorsicht, so, ich helf dir. Also. Und auf. Auf geht's. Raus wieder. Ist das ein Scheiß? Nein. Vorsicht, die Tür. Vorsicht. Ja, so. Blick. Ich sag's dir ja, das ist kein Stein, das ist eine fliegende Untertasse. Was ist das? Elvis, weißt du was? Du hast nicht alle Untertassen im Schrank. Gell? Also. Oh, Augenblick mal, für mich wohl schreiben. Hallo, Spencer, ja? Ja? Der Stein? Ja! Ja, schalt doch mal den Lautsprecher ein, ich will auch mithören. Ja, natürlich. Ja, bitte. Oh, Spencer, vorher kommt man nicht anrufen und deshalb rufen wir jetzt an. Ja, ja, also was denn nun? Also der Iggy, Spencer, der Iggy Soltanelle, den kennst du. Ja, ist mir bekannt, ja. Na also, und der Hinkelstein als Schenkmal. Was ist denn das? Was ist denn ein Schenkmal? Na Spencer, der Hinkelstein als Ehrengeschenkdenkmal. Na, der braucht einen würdigen Standort. Moment mal, der Stein ist ja gar nicht mehr da. Was hat er gesagt? Ja, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja empörend. Das ist ja ein richtiger Hinkelstein-Diebstahl. Also Spencer, der Iggy Soltanelle würde dafür verantwortlich sein. Nein, das kommt ja gar nicht in Frage. Augenblick, wenn ich mal was sagen darf, ja? Also, Hallo? Also, wer war denn das? Tja, diese Stimmen. Sehr unheimlich. Hallo, Spencer. Hallo Zwillis. Wo seid ihr? Ach, gut, dass ihr gekommen seid. Wo ist der Stein? Ja, also deswegen kommen wir nämlich mit dem Stein. Wir möchten doch auch Zuhörer haben. Wieso? Halt! Nein, ich bin nämlich verantwortlich. Augenblick bitte. Ja, aber das Duett ist nur ganz kurz, Lisa. Pass auf! Ja, allerliebst getutet, aber das hier ist sehr wichtig. Kein Elvis, er ist ja wieder da, der Stein ist wieder da. Los, komm. Nein, zu dem Stein gehe ich nicht mehr. Dann bleibst du eben hier. Unser Duett, komm, Lisa. Elvis, Achtung. Nein, wenn wieder so ein Anruf kommt. Ja, dann komm. Ja, lieber das, als hier allein zu bleiben. Aber bitte, du bist doch gar nicht bitte allein. Vergiss doch den Telefonpiepser nicht. Ja, und unser Duett? Hallo, Spencer. Karl Otto. Willis. Na? Das trifft sich gut, Willis. Wir brauchen nämlich für unseren heutigen Song noch ein paar Zuhauer. Ach, und wir brauchen schon lange ein paar Zuhörer für unser Querflöten-Duett. Ja, und am schönsten wäre es in so einem Keller, weil da so ein schöner Hallo drauf ist, weißt du? Mann, das heißt doch Hall. So ein Echo, das klingt so schön. Mhm. Ja. So schön wie dein Stottern. Ach, komm, Lisa. Hallo, Lexi. Hallo, Lexi. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Oh. Ja. Also, wenn das mal keine fliegende Untertasse ist.
fliegende Untertasse. Mhm. Dann guck doch mal nach, ob deine fliegende Untertasse einen Sprung hat. Ah, oh, du weißt du. Dingelingeling. Ja. Was gibt's denn? Hallo, Nepomuk. Hallo. Ich habe da einen Stein auf dem Herzen. Hm? Und? Also, genauer gesagt, dieser Stein hier. Hm? Mal ist er da, mal ist er weg. Was du nicht sagst. Mhm. Ja, und der muss hier weg. Mhm. An einen würdigen Standort. Mhm. Der gehört nämlich Ägypten. Aha. Sag mal, kannst du den schleppen? Hallo, Nepi. Kasi. Ich? Den Stein? Ne. Bei Nepi, das lügst du doch. Na, was erzählst du denn da, du Leichtgewicht, du? Ich meine ja nur, das lässt dir doch nicht entgehen, zu zeigen, was für Bärenkräfte du hast. Na ja. Ich wollte dir nur bemerken, ich bin nämlich verantwortlich. Warum soll ich den Stein schleppen, wenn du verantwortlich bist? Soll ich sagen, dass du es kannst? Na, du Verräter, du! Nein, ich tu's ja nicht. Aber zeig ihnen doch, wie kräftig du bist. Also gut. Wohin? Wohin? Ja, wohin? Ja, wohin? Wo ist ein würdiger Platz? Ich würde sagen, zum Krater. Auf Stein zu Stein. Na, wenn das überhaupt ein Stein ist. Ach, und nicht deine fliegende Untertasse. Oh, du bist ja stark. Ja, Vorsicht, Nepomuk, ist das nicht zu schwer? Vorsichtig. Soll ich helfen? Soll ich mit anfassen? Ja, du brauchst mir nur zu folgen. Ja, das ist ganz, ganz einfach. Vorsichtig. Pass auf, ich gehe ran und du brauchst mir nur zu folgen. Langsam. Ich meine ja nur, einen so starken Freund zu haben. Ja. Ach ja, gleich wieder so ein. Wie weit müssen wir denn? Vorsicht! Hoppla, Absetzer! Hier kannst du absetzen. Bitte schön ablassen. Das war schwer. Ja, steh. Wunderbar. Bist du stark. Danke. Danke, Nepomuk. So, nun müssen wir eigentlich nur noch auf Herrn Soltanelle warten. Wo ist denn eigentlich Poldi? Poldi? Na, Poldi ist doch in der Jungdrachenschule. Aha, in der Jungdrachenschule. Naja. Vielleicht ist das Ganze ja doch ein Meteor. Ein Meteor? Ein Meteor. Hast du das gehört? Ein Hinkelstein ist das, du Blödmann. Du Blödmann. Also tschüss erstmal. Kasi. Ja, tschüss. Tschüss, Kasi. Tschüss, Kasi. Selber Blödmann. Spätmann. Blödmann. Was? Tschüss. Tschüss. Das war ein Tag heute. Hinkelstein. Ah. Oh, hallo, Egi. Ich meine, Herr Soltanelle. Sie können ruhig Egi zu mir sagen. Ja. Ich suche einen Stein. Ach ja? Ja. Hier. Nein, nein. Also ich. Was gibt es denn da zu lachen? Verzeihung, aber ich suche einen ganz bestimmten, großen, neuen Stein. Ich glaube, solche Steine gibt es hier nicht im Dorf. Ja, also ich habe den ja selber, also herbringen lassen. Die wollten mich anrufen, aber es war ein Sonderangebot. Aber ich habe das nicht bedacht. Was soll ich mit dem Stein auf meinem Balkon in der Hallerstraße? Verstehen Sie? Nein. Seien Sie nicht böse, aber ich muss jetzt ganz schnell in die Stadt, sonst sind die Geschäfte zu. Oh, tschüss. Ja. Tschüss. Das sieht ja ganz so aus wie mein Stein. Sehr schön. Ja, ich habe ihn wieder. So ein Glück. Wunderbar, das ist er. Hast du mir erschreckt? Bist du verrückt geworden, oder was? Das heißt mich. Ach ja, mein schöner Hinkelstein. Was? Wieso dein? Das ist mein schönster Pinkelstein. Hinkel, Hinkel. Und außerdem... Nein. Ha, ha, ha. Hinkel hin, Hinkel her. Alles, was im Krater Stein ist, ist mein. Verzeihung, mein. Ach,
du willst Verzeihung, aber ich will dir fressen. Hilfe! Hilfe! So, der ist weg. Und das Ding kommt in den Keller. Oh, genau auf die Kartoffeln. Das ist schon sonderbar mit diesem Stein. Ich hoffe ja nur, dass der Egi noch anruft und uns Bescheid sagt, weißt du? Wieso phonier du mal Poldi an, damit der Bescheid weiß? Ja, mach ich. Mhm. So, Spencer, jetzt spielen wir aber für euch. Ja. Moment. Keine Reaktion. Kulturbanane. Ich werde verrückt. Oh. Der Stein ist weg. Ganz klar. Elvis. Die Untertasse hat wieder abgehoben. Ach, Unsinn, Poldi? Poldi? Ja, was ist denn? Wo ist der Hinkelstein? Poldi. Was für ein Stein? Ich bin verantwortlich. Der Hinkelstein. Du, hier sind irre viele Steine. Ich weiß nicht, welchen du meinst. Hast du das gehört? Poldi, du weißt ganz genau, was ich meine. Nee, ich weiß nicht ganz genau, was du meinst. Komm doch her und guck selber. Tschüss. Oh, wir kommen. Also ich gehe nicht noch mal zu dieser fliegenden Untertasse hin. Okay. Dann lasse ich dich hier alleine mit den beiden Flötistinnen. Ja. Ja. Wir kommen. Nichts Schlimmes. Poldi, wir kommen. Ich bin im Keller. So, oh, das ist Elvis, nimm den Telefonpiepser mit, falls der Sultanelle noch anruft. Ja, ruf du ihn doch an. Nee. Oh, ja, mach ich. Nee, aber dann machen wir noch, komm. Und. Ja, ist ja gut. Ja, ist in Ordnung. Banausen. Meldet sich keiner. Wohl nicht so aus. Die Sache ist unheimlich allmählich. Die Tatsache, dass der Herr Sultanelle nicht zu Hause ist, ist noch nicht unheimlich. Folge mir bitte. Ich denke, das ist doch nur wieder typisch. Ja. Dann machen Sie um so einen blöden Dreckspinkelstein so ein Bohai. Und wenn wir mal ein schönes Flötenspiel haben. Ja, ist wahr, die haben doch Wachs in den Ohren. Dabei ist es so kurz und so. Spencer, wir brauchen jetzt... Das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist ja hier mittlerweile überhaupt keiner mehr. Naja, wer nicht will, der hat schon sowas. Ach, wenn ich bloß wüsste, wo das mit dem Licht am schönsten aussieht. Von hier hinten? Nee, das ist es nicht. Von der Seite auch nicht. Hier vorne. Vorsicht, kannst du mir folgen? Ja. Vorsichtig, Elvis. Poldi! Ja? Poldi, das ist ein Ehrengeschenk von Egidius Sultanelle. Na und? Das steht doch sehr schön hier unten. Und wenn ich da jetzt mit der Laterne richtig schön Licht drauf mache, dann sieht das ganz ehrenvoll aus. Ich sage euch, es ist eine fliegende Untertasse. Oh nein. Piepst, Elvis, los. Da kommen sie gleich, die grünen Männchen. Du bist ein Quatschkopf. Das einzige grüne Männchen hier in der Gegend bin ich. Elvis, das ist der Telefonpiepser. Wahrscheinlich hat Herr Sultanelle schon angerufen. Los, nun lauf doch ins Studio. Tatsächlich, wieso ich? Ja, gut, willst du hierbleiben und ich gehe? Oh nein! Hallo? Was? Nee. Also weißt du, dass Herr Sultanelle im Dorf ist, das hättest du mir auch früher sagen können. Kannst du nicht aufpassen? Da hast du selber muss auf. Muss das sein? Ja, muss nicht sein. Sag, wer hat angerufen? Ob wir Düngetorf brauchen. Ob wir was? Düngetorf brauchen. Ja, was hast du gesagt? Ja, nein, was sonst? Also, Egi war das jedenfalls nicht. Na, das weiß ich. Ja, woher denn? Na, Poldi wollte ihn fressen, ne? Ja, und? Der wollte nicht. Was? Gefressen werden. Das war er in seinem Poldi. Ach, der hätte bestimmt gut geschmeckt. Da stimmt doch was nicht. Was hat denn der Kerl sich zu verstecken? Das frage ich mich auch. Kerl, sagt der zu mir. Also nee, bei dieser Stimmung gegen mich, da bleib ich lieber im Versteck. Nicht was kommst du denn? Was gibt's denn?
Nepomuk, mein wunderbarer Steinträger. Nicht nochmal. Oh, doch, Nepomuk, doch. Wir können uns doch nicht so blamieren. Ägidius, Geschenk im Keller. Was? Wo ist der Stein? Na los, Nepi, jetzt zier dich nicht. Denk immer daran, was ich von dir weiß. Du machst mich fertig, Kasi. Gut, nimm deinen Bollerwagen mit. Los, vorwärts. Was? Den Bollerwagen? Ja. Nee, der hält den Stein bestimmt nicht aus, Nepi. Wo ist der Stein? Im Kraterkeller 1. Wie soll ich denn da rauskriegen? Och, Nepi, das schaffst du doch mit links. Ja, wir helfen dir. Ja, helfen ist leicht gesagt. Das ist aber trotzdem schwer. Ab in den Keller. Tja, also, da hinten in der Ecke auf Kartoffeln liegt da. Ich könnte vielleicht... Hallo. Diese Kriege sollte man wirklich mal aufs Haupt klopfen, ob das sie noch alle hat. Oh. Genau. Aufs Haupt klopfen. Hilfe, Hilfe. Ja, sieh hier das erste Opfer deines Spuksteins. Ja, Spukstein, das stimmt. Ich will nach Hause, aber ich komme ja da nicht mehr vorbei. Nepomuk, weißt du was? Ja. Bring den Stein zur Kreuzung. Ach, ihr macht mich fertig. Vorsicht, Vorsicht, ihr. Schlepp mal hier. Gut. Folge mir bitte, ja. Woher nimmst du nur diese Kraft? Nichts wie weg. Ja, sehr schön. So, sehr gut. Jetzt ist Schluss. Bis hierhin und nicht weiter. Aber Nepomuk. So, diesen Stein hier, den trage ich bis zur Kreuzung. Aber diesen Hinkelstein hier, den fasse ich in den nächsten 10 Jahren nicht mehr an. Schluss. Was? Also das ist ja noch schöner, Nepi. Du kannst mir doch nicht den Bollerwagen zerbollern und dich dann weigern, den Hinkelstein des Herrn Soltanelle an einen würdigen Standort zu transportieren. Kasi, ganz logisch ist das nicht. Aber irgendwie hast du mich heute am Gängelband. Benzer, hier, halt das mal. Danke. So, also, wohin damit? Zum letzten Mal. Zu den Quietschboys übers Studio. Seht mal, der Stein bewegt sich. Hilfe, die kleinen grünen Männchen kommen. Die kleinen grünen Männchen kommen. Ach so, Sie sind das. Ja, ich. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Und ich dachte schon, ich tappe in die grünen Männchen rein. Wie meinen Sie das, grüne Männchen? Na ja, dieser angebliche Hinkelstein ist doch bestimmt eine fliegende Untertasse, oder? Da kann ich Sie beruhigen. Es ist ein Hinkelstein. Aha. Ich geriet in einen Kaufrausch und kaufte und kaufte und kaufte. Aber auf meinem Balkon, und da wollte ich in dem Dorf... Na, warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Ich wollte ja, aber der Volkszorn. Ja. Immer wenn ich mich zeigen wollte, wurde ich beschimpft. Mhm. Ich befürchtete schon das Schlimmste und freue mich, Sie einigermaßen freundlich gestimmt mir gegenüber zu finden. Tja, und ich freue mich, dass Sie kein grünes Männchen sind. Nein. Oh, Sie sind weg mit dem Stein. Ah, kann ich ja nach Hause gehen. Na, Sie kommen mit. Ich kläre nämlich alles auf. Ah. Und herein damit. Ja. Aber bitte, bitte, Vorsicht. Ja, ich bin ja vorsichtig. Keine Schrammen in meinen Schuhen. Und jetzt mit Anlauf. Nein, das geht nicht. Das ist nicht für Hinkelsteine gebaut. Boah, so. Jetzt ist Schluss. Das war meine letzte Schleppung. Na gut, dann bleibt er eben hier im Studio stehen. Ach, und er sah so schön aus bei mir im Krater. Bei mir auch. Können wir jetzt endlich flöten, ja? Ja. Und? Ja, kommen Sie rein. Leute, wir haben dem Herrn Soltanelle bitter Unrecht getan. Ja. Er will uns den Stein schenken. Das sag ich doch die ganze Zeit. Spencer? Ja?
Was ist denn das hier für ein komischer Auflauf? Leute, jetzt gehen wir erstmal alle rüber zum Quietschboy-Song, ja? Und dann, Herr Soltanelle, dann suchen wir den idealen Standort für Ihr wunderbares Geschenk. Oh, hier geht's lang. Ja. Ihr kommt mit zu mir im Kraterkeller. Da könnt ihr spielen. Oh ja, da klingt's auch viel schöner, so mit viel Hallo. Hall. Ach so. Meiner! So! Poldi, bist du stark! Oh Mann! Jeder Tag ein neues Rätsel, einmal klein und einmal groß. Jeder Tag die neue Hoffnung, ach wie schaffen wir das bloß. Jeder Tag so viele Stunden, die auch mal vorübergehen. Kommen wir über die Runden, werden wir am Abend sehen. Manchmal stellen sich uns Probleme, groß wie Steine in den Weg. Wäre es anders, gäbe es keine, doch dazu fehlt der Beleg. Jeder Stein lässt sich entfernen, also auch mal ein Problem. Kirschen muss man erst entkernen. Was ist groß und was ist klein? Was ist dein und was ist mein? Schein und Sein, dein und mein. Was ist leicht und was ist schwer? Wo kommt denn der Regen her? Fragen sagen oft viel mehr als die Antwort hinterher. Hinterher! Fragen mehr, die Antwort kommt jetzt. Bitte sehr! Manchmal ist es nicht ganz einfach, andere Leute zu verstehen. Doch mit etwas gutem Willen geht auch das im Handumdrehen. Jedes Ding hat so zwei Seiten, eine dunkel, eine hell. Im ersten Fall lässt sich wohl streiten, im zweiten einigt man sich schnell. Schein und Sein, dein und mein. Was ist groß und was ist klein? Was ist dein und was ist mein? Schein und Sein, dein und mein. Was ist leicht und was ist schwer? Wo kommt denn der Regen her? Fragen sagen oft viel mehr als die Antwort hinterher. Hinterher, Fragen mehr, die Antwort kommt jetzt bitte sehr. Fragen sagen oft viel mehr als die Antwort hinterher. Und hinterher! Kommt jetzt! Bitte sehr! Bitte schön! Danke! Wiedersehen! Naja. So, Nipi, jetzt trägst du den Stein schön durchs ganze Runddorf, damit er von der anderen Seite hier reinpasst. Leute, ich hab einen Freund und der ist Kasi, aber der ist ein bisschen plemplem. Leute, der Stein ist weg. Was? Ja. Ja, ich sag ja, das ist eine fliegende Untertasse. Ach, was ist denn Poldi? Der ist nicht hier. Leute, ich habe heute nicht viel schnipsen können, aber jetzt, es geht zu Ende im Kraterkeller. Ja. So ist das Licht am schönsten. Ja, das stimmt, Poldi. Sie kommen! Oh, los, spielen! Und damit, Leute, aus dem Hinkelsteindorf, tschüss für heute. Na, was sag ich? Hat der Stein das Dorf durcheinander gebracht? Und was macht Elvis? Ein UFO draus. Dieser spießige Besserwisser. Kalle. Ja, nix Kalle. Das muss hier mal gesagt und deutlich gesagt werden. Das war doch manchmal, das ist doch, der hat doch nicht mehr alle Latten im Zaun, stimmt's? Egal. Das war's für heute, liebe Leute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wenn ja, bitte Daumen hoch und Abo, wenn's recht ist. Bis nächste Woche. Euer Kalle von Spenzer TV. Aus. Sag mal, Kalle, wie war das mit dem blasenden Zwilling? Was? Blasende Zwillinge. Ja, Mona und Lisa. Querflöte. Ach. Hast du gehört? Ach so. Ja, genau.
Du Schweinepriester.